So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. And he tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was. Shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. And you believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Okay, dann wollen wir mal. An die Arbeit, Freunde. Roy, follow me. Hey there, girl. Der Sean. Ist auch ein verrückter Vogel. Bei dem letzten Nummer hat er uns nicht so viel gebracht. Ich will Sean folgen, aber es geht irgendwie nicht. Hey, hallo, schneller reiten? Ja, genau, danke. How far is this place? It's Lager. Bit of a ride, not too bad. Back up north to stretch, not far from the state line. All right. Look out. Ja, ich kenne das Problem. Mit den Bäumen, da musst du mal höllisch aufpassen, sage ich dir. Watch it. Sieht das hier aus. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause. As from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half. Other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box by his tent for, then? Camp funds, supplies, and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way, don't you worry. Ich wollte nur mal gucken, ob die auch funktioniert, weißt du? You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good showing there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope. Didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. All right. That'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right. It's gonna be off the road up ahead. Und gerne doch. Habe ich doch gerne. Ja, das freut mich, dass euch gefällt, dass wir den Content auch immer bei YouTube zur Verfügung stellen. Okay, Morgan.
macht auch Sinn. Und ich bin ja auch YouTube für einige vieles dankbar, ja? Auch wenn wir jetzt halt mehr bei Twitch streamen und das Live-Zeug mehr bei Twitch machen. Aber ich glaube, das ist auch komfortabler, ein Video immer noch bei YouTube zu schauen. Auch wenn das Video natürlich auch einige bei Twitch noch schauen, tatsächlich nachher. Verlagert sich halt mit der Zeit dann so ein bisschen. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Okay. Ich wirklich, der Sean, auf den ist nicht unbedingt Verlass. Also mir gefällt's hier mit unserem Twitch-Experiment richtig gut und das passt mir auf jeden Fall. Macht auch Spaß, oder? Und danke für den ganzen Support von den ganzen Leuten hier. One of them outside. This is good. It is. Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Okay. Ich will am liebsten gar nicht gesehen werden bei der Nummer. Lass mal deine Schrotflinte in der Hand. Siehst du das? Okay, das wird echt übel. Oder? I'm seconds to get the hell off my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. There were a dozen of them coming up east. What? Where? Right here. It's Parker. Here come the rest of them. Watch it! They're coming out! Oh nein, schlecht geschossen. Was ist da für eine scheiß Waffe wieder? Die Volcanic? Die ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Aber ich brauche so ein Lancaster. Das ist Verlass. So, schnell mal zur Seite jetzt hier. Ich wollte so ein bisschen Luft schnappen, ey. Verdammte Scheiße. Richtig gut, was er abbekommen. Runter, runter, runter. Zack. Okay. Tell us where you stash your money and we'll let you live. Well, all right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. Das ist gut, den zu verschonen, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten ihn fast... Ah, Bido sagt, nicht erschießen. Okay, Bido. Just get the hell out of here and don't look back. Ah, okay. Mal gucken, was er dabei hat. So, here we are. We got some good stuff. Why don't you see what else you can find, Sean? So, bei dem Bett, ne? Told you we'd take him, no problem, didn't I? You did good. Let's see what the pay is first. Dug this up all by myself. A proper lead. All right. Geil, double action revolver. Right, all right. Da freu ich mich doch. Right? He said the stash was behind a loose board in the bedroom. Find anything, yeah? Don't want to overstay our welcome, do we? Hey, it's over there. Bin dahinter. Hey, this is more like it. Mm-hmm. Work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need to lecture again. I'll see you back at camp.
know what folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. Oh, Zigarettenbild. Sollten wir mitnehmen, hm? Oh, der Senator. Der Waxman. Berühmte Amerikaner. Oh, das ist ein wertvoller Schein. Ja, Kentucky Bourbon haben wir genug von. Unserem Krempel. Brauchen wir nicht mehr in unserer Tasche. Sollten wir auch noch mal rein sneaken. Hm, den brauchen wir nicht. Den guten Rum. Den will keiner haben. Aber Käse, ey, Käse, gut. Und guck mal, die Wurst, die sieht doch lecker aus, oder? Hm. Na, wer weiß, wenn wir wieder sowas Leckeres zu futtern kriegen. Guck mal, dann gönnen wir uns doch mal gerade was hier. Können wir schon mal hier stehen? Ah, da haben wir da ein Stück Käse. Bam. Ah, das ist doch schön. Was ganz Feines. Und dann wollen wir uns nochmal reinhauen. Was haben wir hier noch? Salzes Rindfleisch. Ja, auch gut. Ein bisschen können wir uns sogar noch gönnen. Sehr schön. Abwechslungsreiches Menü. So, ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles abgecheckt, oder? Schwarzgebrannter, den können wir auch noch mitnehmen. Ah. So, die Rute Rossi kriegt auch was natürlich hier. Oh. Hat vielleicht auch noch was dabei für uns, Rossi. Vielleicht ein Haferkeks. Oh! Was war denn noch Leckeres? Oh, da ist auch wieder was aufgepoppt. Guck mal hier. Eine fremde Person. Wer das wohl sein mag? Ja. Aha. Wen haben wir denn da? What the devil are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals. They escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra. From the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend, help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra, just
roaming around. Exactly. If, well, I believe the zebra's up near Lonnet Sod, distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's bloody Margaret, not madam. Was für ein Durchgeknallter. Mistress of fucking danger. Okay, der ist echt durchgeknallt. Und hier in dieser Region würden wir für ihn aber was machen können. Er ist natürlich Brite. Mhm. Die Suche nach dem Zebra. Sollen wir das machen? Komm, können wir eigentlich mal machen, oder? Bevor wir uns hier weiter in die nächsten Hauptmissionchen wagen. Das scheint doch eine ganz witzige Mission zu sein. Na, dann gib mal Gummi hier. Zebra schmeckt lecker. Ja, wir wollen es ja nicht essen. Wir wollen es ja für seine Show, ne? Ich will alles für seine Show. Da war ja, ist ja auch verrückt, wenn man jetzt mal zu Zirkus übergeht und so, was das für ein Riesenthema damals war. Und wie das heute immer kleiner wird. Und ist der Tierzirkus, weil man halt auch weiß, hey, mit dem Löwen geht's da nicht gut im Käfig eigentlich. Wenn der vorher so als Attraktion herumgereicht wird und so, ne? Dafür wurden ja diese Menschenzirkusse ausgebaut. Die Cirque du Soleil und sowas alles. Richtige Riesenshows geworden. Wollt dann Leute tanzen, Akrobatik machen und sowas. Und schauen wir hier mal rüber. Vielleicht finden wir ja einen Zebra. Also ich meine, schwarz-weiß gestreift, weiß-schwarz gestreift. Was ist es eigentlich? Schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz? Schwarz. Hm. Jetzt wird's interessant, ne? Ich denke, das hängt vom Zebra ab, auch im gewissen Maßstab. Ja, es gibt ja nur ganz wenig Zebras, die gezähmt wurden. Es gab da mal so eine Kutsche von jemandem. Aber auch ewig her schon. Und der hatte Zebras. Lustigerweise habe ich letztes Mal irgendeinen Artikel über Zebras gelesen. Das fällt mir das gerade auch ein. Das ist mal keine Doku, sondern Artikel. So, wo soll er denn hier sein? Zebra, Leute. Mal stehen bleiben. Da ist ja hier schon irgendwas unterwegs. Und Hallöchen, Hab ich da gerade Schreie gehört, oder was war das? Hallöchen an alle, die jetzt zugeschaltet haben. Da kommen auf einmal solche Schreie. Was ist denn da passiert? Oh mein Gott. Ah, aber hier ist kein Zebra. Ich meine, von hier oben können wir einen guten Blick ins Tal werfen. Weiß mit schwarzen Streifen, okay. Da war es doch hinter dir, ey. Nicht blind. Da vorne sind ein paar Pferde. Da könnte es sein. Aber ob da ein Zebra ist? Okay, ich glaube, da vorne werde ich mal. Die sind viel, aber keine Zebras. Es sei denn, das fällt schon unter Zebra hier. Schade, ich hätte gehofft, da wäre. Oh, der Bereich wird aber weiter eingegrenzt, ne? Da sind so viele Viecher hier. Guck mal, da unten am Fluss. Wenn das nicht im Bereich ist. Das der zumindest an ist auch kein Zebra. Verdammt. Da! Da ist es. Ne, das ist auch kein Zebra. Boah, wie gemein ist es, wenn die Texturen erst später nachladen. Ach, das ist es, das ist es.
Was ist denn da los? Monty! Ja! Ach du Scheiße. Come on. Na komm, Rossi. Ja! Kommen wir da näher ran? Zebra-Esel. Hinten ist eine Giraffe, genau. Da gibt es ja auch diverse Kreuzungen von den Zebras. Oh. Das war knapp. Wäre ich beinahe in den Hirschreihen da gerasselt. Alter. Was? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich war doch noch schön gemütlich das Zebra am Jagen. Hä? Das ist ein bisschen dämlich gerade, oder? Look here. What they done to you? Easy there. Und probieren es lieber direkt so. Whoa, whoa, easy. Maultier ist es am Ende doch, das sie angemalt haben. Ich weiß nicht, warum ich da eben verloren habe, aber egal, jetzt machen wir es halt so. Ja. Oh. Und das alles wegen einem Zebra. Ein Maultier, das als Zebra durchgehen muss. Kommst du mit mir? Kommt ihr alle mit mir? Oh. Das Maultier, eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel. Und das wurde angemalt als Zebra. So verrückt ist das. Unser neues Pferd. Und es gibt ja sogar Leute, die kreuzen dann Esel mit Zebras und alles Mögliche. Den doofen Esel nehmen wir nicht mit. Oh, Rossi. Mensch, komm doch, den nehmen wir mit. Rossi, will nicht, dass wir den Esel hier mitnehmen, weil es doch kein Zebra ist. Okay. Markieren wir uns das mal eben. Margarets Lager. Zebresel. Na komm, reiten wir durch die Wildnis, du altes Maultier, hä? Halt doch bitte dein Maultier. Mia, Mia. Ganz schön am Grunzen hier. Oh, der ist irgendwie hängen geblieben. Mach mich jetzt nicht schwach hier. Hä? Wir hatten schon eine ordentliche Mission, dich überhaupt hier hinzubekommen. Ja. Voll geil, den musst du behalten. Ja, eigentlich echt cool, ne? Guck mal, wie lustig es hier reitet. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Nice. Mal schön anschauen hier auch. Komm, weiter geht's! Wir reiten an den Schienen entlang. Erinnern uns nicht an Wege. Nur auf Felsen müssen wir aufpassen und auf Bäume. Da sind wir doch fast. Perfekt. Da würde er sich ja freuen, der Mann vom Zirkus. Na, guck mal, wer den wieder mitgebracht hat. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal.
No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary. It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment... Of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Callagher Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Ein furzender Esel und was ein Vogel. Und jetzt sollen wir noch einen Tigerbändiger finden. Mal zwischendurch. Sollen ihm seinen Zirkus wieder am Laufen bringen. Margaret, meine Fresse. So, mal gucken, wo der Tigerbändiger ist. Da vorne, sollen wir den auch noch hier? Komm. Gehen wir noch zum Tigerbändiger. Rossi, wir haben noch einen Job hier für den Zirkus-Heini. Na, guck mal, aber langsam läuft das hier ja wieder, ne? Dann kommen Tiger und Zebra in denselben Käfig, wenn er noch einen Tiger hat. Der dann ein angemeldetes Kätzchen ist. Es geht um die Illusion, Freund. Es geht um die Illusion. Das ist schon verrückt, was man heute nicht alles gesehen hat und was man damals ja noch Menschen vorgaukeln konnte, weil es ja auch noch nicht zum Beispiel, man konnte es nicht mehr eben nachgoogeln oder man hatte oft ja auch nicht so einen Zugang zum Wissen. Aufpassen, ist er erstmal ausgerastet, der Typ. Ja, soll sich wieder beruhigen. Einen wunderschönen Abend. Hier sind wir richtig, der Tigerbändiger. Gucken wir doch mal hier an dem Fluss. Sieht ja auch mega geil hier aus, oder? Oh, guck mal, da hinten reitet jemand. Guck mal, da kommt mal sammeln und untersuchen, eine Blume. Na komm, dann machen wir mal gerade. Irgendwie so eine Sumpfschlinge. Oh, eine Seidenpflanze. Aber wenn es weiter nichts ist, jetzt müssen wir hier mal weiter suchen. Jetzt soll ich das doch lieber auf Rossi machen. Kann doch nicht sein. Sie sind das. Hey. Hey, Mister. Oh. Miss. Howdy, Mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? Nah, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. Your lion from Timbuktu, weren't he? From Valentine. I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way'd he go? Into them shrubs over there. Okay.
Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight of it. Das ist die Spur. I got it. Mhm. Got the trail. These are paw prints. Unbekanntes Tier. Looks like. Da kann ich der Tiger sein. Back blood to me. Shit. What's this? Verdammt. Können wir noch was untersuchen? Kann doch nicht sein. Was zur Hölle? Tigerspuren aber. Ach krass. I found your dog. Dog X-Line. Hey boy. Oh. Where's the rest of them? I think a cougar took them. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Wie krass, ey. The other half? Really? I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Verdammte Scheiße, ey. Das ist ein echter Tiger jetzt, oder was? Das wird aber mies. Rubs up. Okay. Stay down. She won't be too far away. Come quick. Was machen wir denn da? I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Na, geh rein, spring rein. Na, bestens. Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Ja, Mann, ja, Mann. Mann. Sorry, girl. Alright. Let's go. Willst du sie noch versperren? Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Der kommt doch bestimmt hier raus wieder, ey. Meine Güte. Das lief was zu glatt, ja. Let's get her back to Mr. Margaret. Obwohl, es hätte auch eskalieren können. I would have thought, since they was close and all. Well, wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this rank? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and... You can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then something. You
think? I hope so. Top five, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark, when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. And now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped you along. If you ever want to get in the sideshow business, I'm sure there'd be a place for a fellow like you. I'll leave the professional theatrics to better women than me. Ja, Tiger. Da haben wir den Tiger kennengelernt. Der Tiger, der ein Puma war, der Löwe, der ein Hund war und das Zebra, das ein Maultier ist. Was eine Illusion. Die Herren der Illusion. Yeah. Mr. Margaret! Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good! Jolly good! You know, tarn and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint. Makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Guck mal, die Pferde da. Was ist denn da los? So, das haben wir doch super hinbekommen. Das haben wir doch super hinbekommen. Und theoretisch geht es mit dem Abenteuer so noch weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mhm. Das war schon eine witzige Mission. So, einmal Blick auf die Karte werfen. Wie weit ist das denn jetzt weg, das nächste Abenteuer? Ein Löwe wurde zuletzt auf der Emerald Ranch gesehen. Kann man ja auch noch eben mitmachen, oder? Eine. Wenn wir heute schon mal dabei sind. Komm, Rossi. Guck mal, welcher Löwe da dahinter steckt. Heute die Tierfolge. Tigern, Löwen, Zebras. Hui. Oh oh. Sie sehen irgendwie unfreundlich aus. Fährt mal ein bisschen flatter vorbei. Ja, ja, genau. Hm. Die sahen nach Bandidos aus, diese Gruppe. Bandidos der übelsten Sorte. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Da sind wir auch schon. Welche Spuren? Oh. I got it in the barn, boy. You seen a dog, a big dog around here? A dog? I don't know what I seen, but they got it trapped in the barn there. Okay. Hold your side. I am holding it. Hold yours.
What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here! Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat! It looked like a lion to me. That's a dog in there. A dog? Now, if you'll excuse me, step aside. What? I said step aside. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Oh. Das hört sich wie ein echter Löwe an. Ach du Scheiße. Oh. Finde den Löwen, Leute. Ach du Scheiße. Hier gibt's eine Spur. Sweet Mother. Alter. Yo, Freunde. He got it. He shot the thing. Is he dead? I pray that thing's a goner. Das war ein echter Löwe. Das war definitiv ein Löwe. Ja, würde ich auch sagen. Das kann doch nicht alles sein, was wir hier liegen lassen. Ich will die ganzen Löwen mitnehmen. Bitte, nein, Simba. Heilige Scheiße, Mann. Okay, jetzt war zackelig hier. Das war definitiv ein echter Löwe, ey. Boah. Ah, wie geil. Es war so lustig, dass die Mission die ganze Zeit so unglaubwürdig war, dass man schon gar nicht mehr geglaubt hat, dass er jetzt wirklich ein Löwe ist. Und auch dass Arthur nicht mehr geglaubt hat. Unser Charakter. Und dementsprechend das nochmal schön untermauert wurde. Und man dann schon vermutet hat, okay, da könnte doch ein echter Löwe jetzt sein für den Zirkus und so. Wir haben ja damals schon Löwen importiert, ein bisschen, ne? Einmal hier ein bisschen abkürzen. Wegen der blöden Bahn. Ja. Die da immer durch die Gegend fahren muss. Die wir überhaupt nicht benutzen. Wir sind ja die Reiter. Aber das kommt bestimmt noch. Sonst überfallen wir lieber Züge, ne? Ist halt auch eine gute Nebensache. Schöne Teilzeitbeschäftigung. Ein paar Züge zu überfallen. Ein paar Postkutschen und so weiter. Aber die Missionen waren auch bisher alle geil und abwechslungsreich, ne? Ja, und der Löwe, was sollten wir da machen? Hätte ich ein Lasso werfen sollen in der Zeit? Dann wäre ich gestorben wahrscheinlich, oder? Da wäre ich da drauf gegangen. Mit Lasso hätte das noch nie funktioniert. Odysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Market, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't.
What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Smaragd. Ich dachte schon, das ist doch bestimmt falscher Schmuck. Ja, aber es ist tatsächlich ein echter Smaragd gewesen. Ja, und wir machen jetzt hier mal ein kleines Päuschen für alle, die das Video schauen nachher. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut den Daumen nach oben und Dankeschön. Und für alle, die jetzt hier live dabei sind, ich bin in wenigen Minuten zurück. Bis nachher!